Willkommen zurück zu SFS und heute schauen wir uns die Beta an. Und zwar ist etwas ganz Neues rausgekommen, nämlich der Karrieremodus. Ihr habt wahrscheinlich den Community-Post schon gesehen und hier kommt das Video dazu. Vorneweg erstmal, das gibt es nur auf Android, ja. Auf iOS scheint es da Probleme zu geben mit den Expansionen. Deshalb gibt es auf jeden Fall nur auf Android. Hier unten kann man das machen. Da steht, du bist ein Beta-Tester. Falls ihr nicht in der Beta seid, dann steht da halt der Beta beitreten. Dann könnt ihr dem Ganzen beitreten. Jedenfalls haben wir hier die Beta schon installiert und ich habe auch schon ziemlich viel gespielt. Und das hier sind die neuen Funktionen. Da werden wir uns jetzt diesmal nicht so genau die Sachen anschauen, weil ich es euch eh zeigen werde. Und ich werde jetzt nicht unbedingt diese Sachen hier zeigen, deshalb gehen wir einfach ins Spiel rein und da sind wir in SFS. Hier hat sich nicht besonders viel geändert. Eine Sache ist mir schon sofort aufgefallen, hier in der Einstellung, die ganzen Cheats sind weg. Das ist sehr merkwürdig, denn wenn ich hier zu den Cheats gehe, wo sind die Cheats? Da sind die Cheats. Ich habe sie gekauft, ja. Und hier steht ja auch Owned, also weiß ich nicht, was da los ist. Jedenfalls habe ich keine Fähigkeit dazu, das zu benutzen. Dann kommen wir zur nächsten Sache. Ihr seht, ich habe hier ein paar Welten wild benannt. Das ist eigentlich nur dafür, um euch zu zeigen, was jetzt hier neu ist. Und zwar könnt ihr jetzt praktisch unendlich viele neue Welten erstellen. Also ich benenne hier einfach mal die Welt irgendwie. Und dann seht ihr, können wir jetzt auch mehr als nur 4 Welten haben. Das heißt, wir können hier oben immer wieder neue Welten erstellen, was auf jeden Fall sehr, sehr schön ist. Und dann haben wir hier Test Career. Das ist wahrscheinlich am interessantesten an dieser Beta. Und zwar hier müssen wir nur Test Career eintippen. Wir brauchen das normale Sonnensystem. Und dann erstellen wir eine neue Welt. Und dann haben wir hier unten Test Career 1. Das funktioniert nicht, weil eben die 1 dahinter steht. Und ihr seht auch, den Modus ist auf Classic, aber hier oben seht ihr Test Career und der Modus ist Karriere. Wir gehen einfach mal rein. Und da haben wir schon die ersten paar Gebäude. Also standardmäßig haben wir hier nur das Launchpad. Jetzt kommen noch weitere Gebäude hinzu, zum Beispiel das VAB. Also hier werden die Raketen gebaut. Dann haben wir hier Research and Development, also die Forschungsabteilung. Und hier haben wir Mission Center, also das Zentrum für die Mission. Und wir gehen erstmal hier rein. Wir haben hier ein paar Missionen. Das ist natürlich nur die Beta, also es sind nicht so viele Missionen. Ja, es ist nur ein Test, ob das Ganze funktioniert, ob uns das als Spieler gefällt. Und ihr seht, da sind schon eine ganze Menge Sachen dabei. Zum Beispiel hier haben wir den ersten Flug. Müssen wir einfach abheben, bis zu 1000 Metern kommen. Und hier die nächste Mission 10 Kilometer erreichen. Und dann geht das eben immer so weiter. Und dann haben wir hier auf dem Mond landen. Das habe ich noch nicht gemacht, aber es ist wahrscheinlich auch die letzte Mission. Das ist ja schließlich nur die Beta. Dann haben wir hier die Forschung. Und zwar haben wir hier ein paar Sachen, die man freischalten kann. Man braucht dafür halt Geld. Und das Geld kann man eben durch Missionen bekommen. Und dann kriegt man immer verschiedene Teile. Wenn ihr den gesamten Tech-Tree hier komplett aufgekauft habt, dann habt ihr auch Zugriff auf alle Teile. Also solange ihr eben die Expansion habt, die Teilexpansion, dann habt ihr Zugriff auf alle Teile. Und hier haben wir das VAB. Und hier kann man eben die Raketen anbauen. Und dann kommen wir gleich zur nächsten Sache, nämlich die neuen Teile, die in dem Update drin sind. Erstmal die unspektakulären Sachen. Das sind 6 hohe Nutzlastverkleidungen hier von praktisch allen Größen. Also hier haben wir die 6 Breiten, 8 Breiten, 10 Breiten, 12 und 14 Breiten. Zudem haben wir hier noch ein 14 Breites, das nur 2 hoch ist, was es bisher nicht gab. Und die Sache ist die, dass die 4 Breite Nutzlastverkleidung hat kein 6 hohes. Also es gibt kein 4 Breit 6 hohes, sondern dann gibt es nur noch dieses 6x6 große.
Ja, das zu den Nutzlastverkleidungen. Wir haben neue Triebwerke, 3 Stück. Und zwar einmal hier, Peregrine Engine. Ich habe das mal gegoogelt, übersetzt heißt das Wanderfalke. Was natürlich ein bisschen merkwürdig ist, weil es der Hawk Engine, also dem Falkentriebwerk, ziemlich nahe kommt. Aber gut, von mir aus. Das Triebwerk hat eine Masse von 2 Tonnen, ist also genauso schwer wie das Valiant-Triebwerk. Es hat aber 75 Tonnen Schub, hat damit fast das Doppelte vom Valiant-Triebwerk. Es ist ein bisschen größer, wie ihr sehen könnt. Das ist ein Feld größer, aber etwa so breit. Ein bisschen breiter, das heißt, man kann die nicht so wie die Valiant-Triebwerke so direkt nebeneinander stacken. Das geht nicht. Aber es ist dennoch ein neues Triebwerk. Und die Sache ist die Effizienz ist extrem niedrig. Ja? Dieses Triebwerk hat von der Effizienz her den zweitniedrigsten Platz. Darunter liegt nur noch die RCS-Düse. Alle anderen Triebwerke, selbst hier oben das Titan-Triebwerk, was eigentlich extrem ineffizient ist mit 240, es ist immer noch sehr viel besser als dieses Wanderfalke-Triebwerk. Ihr seht diesen Unterschied 240 zu 180. Das ist eine unglaubliche Menge, das sind nur 3/4 von der Effizienz. Das ist natürlich ein ganz schöner Unterschied. Es lohnt sich also mehr, das in den ersten Stufen zu benutzen. Allerdings muss ich dazu sagen, dass das Hawk-Triebwerk in dem Fall eigentlich dem Ganzen komplett überlegen ist. Es ist größer, ja, es ist ein Feld größer, noch ein bisschen mehr als der Wanderfalke. Es ist aber sehr viel effizienter. Und es hat nochmal mehr Schub. Deshalb weiß nicht, was man dafür damit anfangen kann. Ich hätte mir so ein Triebwerk gewünscht, das ziemlich effizient ist, vielleicht sogar noch effizienter als hier das Frontier-Triebwerk und vielleicht noch ein bisschen mehr Schub hat, ein bisschen mehr Masse hat, also dass wir generell mehr effiziente Triebwerke haben. Ansonsten haben wir hier das Verleihen-Triebwerk, das Frontier-Triebwerk und das Ionentriebwerk, die sind so die effizienten. Und Titan, Hawk, Peregrine und Kolibri sind so mehr die ineffizienten. Und natürlich RCS-Düsen, die zähle ich jetzt nicht wirklich dazu, weil es keine richtigen Triebwerke sind. Jedenfalls, das war's zum Peregrine-Triebwerk, also dem Wanderfalke. Dann haben wir hier endlich Feststoff-Booster. Also sie verbrennen kein Flüssigtreibstoff. Das ist dieses hier. Da ist ja Flüssigtreibstoff drin, das kann man natürlich verändern. Das ist hier nicht so. Das ist nicht so. Wir können daran leider nichts verändern. Ich hätte es gerne gehabt, dass man irgendwie ein bisschen den Treibstoff da drin verändern kann. Also es ist trockener Treibstoff, Festtreibstoff. Und man kann die eben nicht mehr ausschalten, sobald sie angeschaltet sind. Ja, jedenfalls ist es eine ziemlich gute Idee, das zum Spielen zuzufügen. Ich hätte mir vielleicht noch gewünscht, dass noch ein größeres Triebwerk ist oder ein größerer Booster, der vielleicht dann irgendwie doppelt so groß ist, also irgendwie so. Und vielleicht noch einer, der, keine Ahnung, so groß ist. Und dass die dann auch ein bisschen länger den Treibstoff verbrennen können. Hier haben wir eine Zeit von 9,6 Sekunden. Und hier haben wir auch 9,6. Das heißt, der hier verbrennt doppelt so viel Treibstoff wie der hier. Deshalb sind die in derselben Zeit auch leer. Ich hätte mir da, wie gesagt, ein bisschen gewünscht, dass ein vielleicht längeres und längerer Triebwerk oder ein längerer Booster geben würde. Aber wir sind auch gerade noch in der Beta. Deshalb kann es sein, dass das noch passieren wird. Das wissen wir halt nicht. Da kann noch sehr viel passieren. Und da haben wir jetzt noch die letzte Sache. Und zwar bin ich hier in einem Erdorbit mit einem kleinen Raumschiff. Darum geht es nicht, sondern wir gehen mal hier zum Mond und gehen mal noch näher ran. Und ihr seht, da werden jetzt verschiedene Orte auf dem Mond auch gekennzeichnet. Das finde ich sehr schön. Also wir haben hier Serenity, keine Ahnung, Tranquility, Kopernikus, der riesige Krater, Ozean der Stürme und Tycho-Krater. Das sind also viele Sachen, die auch in der Wirklichkeit auf den Monden Planeten sind, auch mit dabei. Und die Erde hat sowas nicht, leider. Aber die anderen Planeten haben das. Also die inneren Planeten, Jupiter und seine Monde, habe ich überprüft, gibt es nichts. Aber hier auf dem Mars zum Beispiel können wir nah rangehen. Und da seht ihr,
Olympus Mons, ein riesengroßer Krater, ein riesengroßer Berg, meinte ich, 12 Kilometer hoch und viele andere Orte, die ich am besten nicht ausspreche, weil, ja, macht man nicht. Auf der Venus gibt es auch hier drei Orte. Maxwell Mons, also wahrscheinlich auch ein Berg. Und auf dem Merkur gibt es das natürlich auch. Ja, es gibt hier nur zwei. Wahrscheinlich wurde der Merkur nicht so besonders erforscht, nicht so sehr wie der Mars oder die Venus. Jedenfalls finde ich es eine sehr schöne Sache. Man könnte es aber noch ein bisschen erweitern, zum Beispiel mit dem Weltraumzentrum. Also wir sind hier, das Weltraumzentrum ist hier oben und es wird nicht angezeigt. Es wäre sehr schön, wenn es angezeigt werden würde, wo das ist. Weil wenn man es sehen könnte, dann weiß man zum Beispiel, wo man landen muss. Muss ich das nicht unbedingt durch bestimmte Teile anzeigen lassen. Ihr wisst ja, ich habe das in Kolonie gemacht mit einem Treibstofftank und einem Turm. Aber wenn das gleich da angezeigt werden würde, dass da eben das Weltraumzentrum ist, dann weiß man eben genau, wo man hin muss. Und noch eine weitere Sache wäre natürlich, wenn man sich selber Punkte machen könnte. Also wenn man hier irgendwo hingehen kann, klickt und dann eben einen Punkt benennen kann. Oder wenn man irgendwo gelandet ist, dass man einfach den Punkt benennen kann, wenn man hier zum Mond fliegt und sagt, ich möchte hier irgendwie den Apollo 11 Landeplatz haben. Und dann kann man das da einfach hinschreiben. Das wäre natürlich sehr schön. Aber an sich ist das auch schon eine sehr, sehr tolle Sache. So, Leute, das war's. Ja, ich wollte zurück zum Raumfahrtzentrum gehen. Ja, das war auch so eine Sache, die ein bisschen doof ist, wenn man im Spiel ist mit der Rakete. Da kann man nicht direkt zum Hauptmenü gehen, sondern muss erstmal zum Raumfahrtzentrum, um dann zum Hauptmenü zu gelangen. Bisschen umständlich, aber so schlimm ist das jetzt nicht. Ja, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.